So, das Austreten ist beendet. Und das ist heute die letzte Folge für heute. Ne? Aber es ist nicht die letzte Folge für immer. Wir machen auf jeden Fall noch Folgen. Versprochen. Außer ihr sagt, oh, hört auf mit dem Scheiß. Nee, momentan. Momentan erstmal nicht. Nee. Also wegen mir nicht. Ich habe Spaß an der Sache. Das glaubt. Das glaubt. Ich hatte eben irgendeinen Gedankengang. Du freust dich, dass ich hier oben mit Terror den Dire-Bär zähme. Ja! Also das, ich könnte mal gucken. Ein Dire. Ach, ich kann sogar den Sattel mir lernen. Ich könnte ihn sogar erstellen dann. Welchen, den Dire-Bär? Ja. Das ist schon mal gut, aber der ist nur Level 12, den ich hier habe. Also das ist doch mir Wumpe. Du weißt, ich liebe es, Dinos zu sammeln. Ich weiß. Na? Ich wollte nur sagen, ich habe gerade nochmal nachgelesen, der scheint wohl sehr gut da drin auch zu sein, um sich Honig zu sammeln. Weil der von den Bienen wohl nicht attackiert wird. Heuratte, die zweite! Wir kommen natürlich auf den Versuch an, aber theoretisch, ne? Würde das ja bedeuten, dass wenn du drauf sitzt und du Honig sammeln willst, dass du dann nicht attackiert werden kannst. Ja. Würde ich mal so verstehen, ne? So. Halbieren. Zack. Also wir haben jetzt 51 gebratenes Fleisch schon fertig, konserviert. Okay, diese Folge muss der Sarko aber aufwachen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. So, aber ich wollte jetzt nochmal gucken. Die zweite Plattform. Wir brauchen dafür noch massenweise Holz und 600 Stein. Jo. Du folgst mir mal, kleiner Onkel. Dodo! Dodo! Und was? Alter! Leid. Ich kann da doch nichts für. Passiert ganz einfach. Wie sieht's aus? Mit sieht's wie aus? Mit dem Bären. Der Bär ist gleich halb. Man kann auch schon noch auf Stein einpreschen, der nicht mehr da ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber es ist ja langweilig. Ich weiß.
2, 3, 1, 2. Okay, ich muss doch noch ein paar Steine sammeln. Das reicht noch nicht ganz. Also manchmal hat man ja echt Angst, wenn die Dinos einen verfolgen, ne? Jetzt reicht's aber. Also dieses Pferd war die beste Entscheidung, die wir hatten. Also die ich hatte. Mhm. Meiner Meinung nach. Bevor es mir folgt. So, jetzt wollte ich gucken. Hundert Zement, 300 Leder. Und 130 Fasern. Er wacht definitiv diese Folge auf, der Sarko. Wir sind bei 91%. Und bei dir so? Hallo? Was frisst? Du hast doch bestimmt dich jetzt schon schlau gelesen über den Dire Bear, oder? Jo. Was frisst der? Der Dire Bear ist ein Omnivore, das heißt, er frisst sowohl Obst, also hier die klassischen Sachen, als auch Fleisch. Ah, perfekt. Also du kannst theoretisch mit beidem füttern. Ganz besonders steht er natürlich auf Honig, ist klar. Aber wie gesagt, du kannst ihn mit Beeren füttern, mit Fleisch füttern, mit Fisch füttern, der frisst alles. Das ist gut. Beeren kriegen wir ja viel. Bären kriegen wir ja relativ schnell und sehr viel. Wir haben ja kleiner Onkel und Stego. Beide super gute Bärenfarmer. Gezähmt. Nein, nein, nein. Neutral, neutral.
nicht gekackt. Spino nicht gekackt. Kleiner Onkel nicht gekackt. Stego gekackt. Hast du den? Level was? 45, ne? Ah. Kann ich den mit dem. Draco, auf was soll ich den denn leveln? Der kann hochgelevelt werden. Wie, was sind das denn für. Hast du einen Direbear-Settle schon? Ja, den habe ich in der Tasche. Nur mal, wie das Ding heißt. Balu! Es ist doch ein Männchen, oder? Draco, auf was soll ich den leveln? Leben? Mhm. Gesundheit? Mach mal. %27 schwanger. %94 gezähmt. Ich muss wieder die Scheiße nach oben bringen. Das Interessante ist, ich habe ja nur alle Sachen oben auf der Plattform fertig, ne? Aber, da ist nie einer von uns groß, außer ich. Weißt du, was das Interessante ist? Es gibt keinen Weg hier runter. Wie? Der einzige Weg hier hoch ist die Zipline, über die ich gekommen bin. Da kann ich mit Ravenger hoch, aber mein Direbear kann nicht. Machen wir jetzt. Gibt's da echt keinen Weg runter? Nein. Ist das sehr hoch? Ja. Einzig, was ich versuchen kann, ist, dass ich ihn unterlocke, aber ich weiß nicht, ob er mir folgt. Und ich weiß nicht, ob das mein Ravenger überlebt. Das ist jetzt blöd. Das finde ich jetzt wirklich blöd. Pass auf, ich kann dir was vorschlagen. Die Sachen um den Sattel machen. Ja, der Sattel ist noch fertig in meinem Inventar. Dann gibst du mir jetzt mal den Sattel. Das heißt, du zerstörst ihn bitte, den du hast. Ja. Dann setze ich dem Kerl nämlich jetzt hier einen Sattel auf, dann reite ich ihn selbst runter, dann weiß ich, dass er im richtigen Bereich landet. Und der Ravenger kriegt ja keinen Fallschaden. Dem ist das egal, wenn er da runter ist. Ja. Reite ich den Direbear jetzt selbst da hier runter. Versuche aufs Wasser zu ziehen, okay? Okay. Der Sattel ist weg. Den habe ich weggeworfen. Wird dir nicht gefallen. Weiß Direbear, weiß Scheinhorn, das wird euch allen nicht gefallen. Da unten ist irgendwo eine Krabbe in der Ecke. Wo willst du denn runterspringen? Da. Geradeaus. Da oben am Felsen. Warte, dann, da ist irgendwas im Wasser. Ich weiß nur nicht was. Ja, da sind viele Sachen im Wasser. Hier leuchtet alles im Wasser. Es geht darum, ob man springen kann oder nicht. Aber Sarkus oder so. Geronimo. Vorsicht, komm mal. Nein, 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 nein. Alter, der hat's überlebt, ey. Alter Schwede. Ich bin zu weit abgesprungen. Ich bin hier drüben gelandet, Jenny. Links von dir. Alter Schwede. Terror Alter ist da. Ja. Wo bist du? Hallo. Links von dir. Bist du blind? Ja. Links von dir. Da! Ich bin von da drüben einfach nur runtergesprungen, aber ich bin bis hier oben drüben gelandet. G-
Geil. Der Bär hat jetzt ein fast hälfte Leben verloren. Aber ist egal. Ja, hier sind Sarkos, komm. Genau deswegen. Der Bär kostet nichts anderes, auch logisch. Herzklabaster. So. Da bist du. Oh. Schnuck, schnuck. Komm rein hier. Balu. Balu, mein Schatz. Schwer verletzt. Aber wirklich schwer verletzt. Er hätte nicht viel, hat nicht viel gefehlt, ne? Stimmt, ich bin. Wenn du drauf sitzt, hast du dieses Symbol für Immun. Bee Protection. Oh, cool. Das heißt, wir können uns eine Rollratte holen. Noch eine. Einfach weil jetzt Tanks sind. So, ich wollte jetzt hier ganz gerne mal die neue Spitzhacke noch ins Ding. Auch im Level aufgestiegen. Hallo. So, Gesundheit und Ausdauer sind jeweils auf 200 jetzt. Soll ich dir jetzt noch eine Flinte herstellen? Mir egal. Na gut, dann lass ich es erstmal. Ich gerade sagen, lass es erstmal. Ich glaube, das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Da ist wieder Scheiße. Die sammeln wir ein. Willst du mich verarschen, Ravenger? Ich habe dich gerade zurückgepfiffen, dass du mir eigentlich folgen sollst. Und er folgt mir trotzdem. Dumme Sau. Nee, es kann keine dumme Sau sein, weil Sau ist tot. Zum Glück haben die Intelligenteren sich geparkt. Zum Glück haben sich die Intelligenteren geparkt. Draco und Astoria. Ein kleiner Onkel. Kann ich dich leveln? Oh, ich kann kleinen Onkel leveln. Ich liebe meine Dinos. Du gehst ganz langsam hoch, mein Schatz, ne? Der sieht wirklich voll schön aus. Fast so schön wie mein Bär auf dem Sofa. Ich bin jetzt nur gerade am Gucken eigentlich gewesen, so. Im Katapulturm müssen wir noch ein bisschen was machen. Dann müssten wir noch Tore bauen. Ein Tor haben wir ja noch, ne? Ja. Eins von diesen Behemoth-Toren. Das heißt, wir bräuchten nochmal zwei. Für die Krabben? Ja, wenn wir uns eine Krabbe zur Gemüte führen sollen. Aber ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt auch hingelegt haben. Ich guck schon, ich suche schon wieder alle Kisten hier durch. Das Behemoth-Torbogen war hier im Schrank und auch die Tür ist hier im Schrank. Davon brauchen wir zwei. Dann müssen wir ein paar Steinpfeiler bauen und das Ganze müssen wir dann. Ja, ich habe ein schönes Video gesehen, also ich weiß genau, wie es aussieht. Wir haben gleich den Sarko fertig, ihr Lieben. Oh Gott! Warn's mich bitte, die nächsten Male vor, wenn du neben mir anfängst, einen Dino zu bewegen, ja? Ist klar. Für welchen Dino? Wie?
Wie heißt, hier ist nochmal der, das Krokodil von Peter Pan? Keine Ahnung. Wieso weißt du das nicht? Weil ich solche Sachen vergessen habe. Ich weiß, ich bin doof, ich bin erwachsen geworden. Tut mir leid. Wir sind echt dämlich, ne? Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir müssten ja die Mutter zur Geburt auch noch in diesen extra Raum reinkriegen, oder? Ja. Haben wir da ein Problem? Wie nennen wir den denn jetzt erstmal? Machen wir erstmal einen Sarko draus. Naja, ist nicht so gut wie der andere. Ist Level 55 jetzt. Meine Schatzis. Hatten wir hier nicht hinten immer eine Rollratte? Ach, Level 20. Alter Schwede, wir haben hier eine Ravenger-Gruppe von 5. Das sind mehr Ravengers. Was denn? Plus 4. Nee, da sind wesentlich mehr. Das sind 6 oder 7 Ravenger. Out. Level 4. Level 36, Level 12, Level 4, Level 36, Level 32. Und einer fehlt noch. Ja, wahnsinnig bei so vielen auf einem Haufen. Gut, wir sind jetzt auch dicht davor, so viele auf einem Haufen zu haben, aber bei uns ist es auch was anderes. Ich möchte jetzt gerne dann noch eine Rollratte zähmen, ne? Weil sie Tanks sind. Ich habe einen 116er weiblichen Ravenger. Bock noch einen Ravenger zu zähmen? Was? 112 weiblich. 112 weiblich, klingt doch gut. Ja? Ja, bin ich dabei. Lass mich nur einmal kurz unser Schätzelchen hier noch aufleveln. Kommst du hier zu mir kurz? Ja, lass mich einmal ganz kurz. Stell dich mal hier oben auf den Hügel rauf, hier so. Ja, wo denn? Hier vorne so hinstellen, hier so. Ja?
Du sollst mir sagen, in welche Richtung die sind. Die sind hier gerade raus. 16. 16 ist die größte. Nee. Da, 116. Das weiß ich. Ja, ich sehe es. Die haben sich ein bisschen aufgesplittet, ne? Hast du gesehen, ne? Gut, das Einzige, was wir haben hier. Können wir hier auf den Felsen irgendwie rauf? Nein, die kommen schon. Bleib da stehen. Ich habe sie schon angelockt. Sag das doch! Ich stehe hier unten am Fluss, Mann. Ja, ich habe es gerade eben getan. Deswegen sage ich, stell dich da hin. Kümmerst du dich um den Hochleveligen, dann kill ich die anderen. Nee, kümmere mich um die anderen. Ich habe das Gewehr. Okay, dann kümmere ich mich. Sag mir, welcher der Hochlevelige ist. Der den Kanz hat. Ist der tot? Noch nicht. Jetzt. So der Level 12er. Jetzt muss ich ihn doch wieder anlocken. Der hat mich nicht weiter gefokust. Doch jetzt, ne? Ja. Level 36. Nicht runter. Oh. Ich weiß, was du sagen willst, Jenny. Der kommt wieder. Ja. Dann lass ihn doch hier sehen. Warum? Ich will, dass er hier wieder zurückkommt, aber er läuft gerade weg ins Wasser. Und wenn er die andere Flussseite erreicht, war es das. Dann kommt er nicht wieder zurück, Jenny. Außerdem bringt er dann seine Kopan mit. Der ist weg. Scheiße. Nee, andere Flussseite steht er. Steht er. Läuft noch weiter weg. Da oben, er greift jetzt den Dings an. Och, Kacke, verdammte. Wir sind jetzt schon kommt er zurück. Komm zurück. Ich habe natürlich auch keine Bola-Griff bereit, ne? Bist du auf dem Felsen? Nein. Bist du gut? Cool? Ja. Okay. Und tot. Ja. Nein! Chloe! Chloe stirbt. Nein, 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 nicht Chloe, nicht Chloe, nicht Chloe. Oh Scheiße, jetzt bin ich auch noch oben gespawnt. Kacke, verdammte. Chloe, ich war so kacke. Chloe, 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 Chloe. Oh, was ist denn das hier für ein scheiß Sack? Wieso hat er keinen Sattel? Ja, zu spät. Ist Chloe tot? Ich sehe es nicht. Ich finde hier nichts. Nein, Chloe ist nicht tot. Meine Fresse nochmal. Ja, irgendein Vollidiot hat hier einen Saku so nah nach vorne gestellt. Ja, super. Und ich bin hier jetzt eingebaut. Keine Ahnung, wo ich hier... Wo denn? Wo ist Chloe? Hab ihn. Scheiße. Danke, Vollidiot. Hat der ihn getötet oder was? Ja, sicher. Deswegen konnte ich noch bremsen, indem ich aufgestiegen bin, aber der Sarko hat ja keinen Sattel. Deswegen konnte ich nicht aufsteigen und ihn bremsen. Alter, jetzt hörst du auf mich zu folgen, sonst mache ich nicht alle scheiß Sarko. Wie kann man nur so dumm sein? Alles meine Schuld. Also, wenn du die zu diesem Felsen lockst, ja? Das ist eine ganz doofe Idee, weil der Felsen zu nah dran ist. Die kriegen immer noch die Aggros von unseren Tierchen. Das darfst du auf keinen Fall vergessen, Jenny. Ja. Hey, du kriegst nein, ja, das Ding ist einfach, dass ich attackiert wurde. Wäre ich nicht attackiert worden,
hätten unsere Dinos nicht eingegriffen. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum du unten geblieben bist. Hättest du weglaufen können. Ja, aber ich dachte, du schießt mit drauf. Nee. Doch. Ich hab ihn 6-7 Mal getroffen, während du im Kampf warst. Aber es tut mir leid, zaubern kann ich auch nicht. Der frisst 30-40 Pfeile. Mann. Jetzt hat man einen echt guten hier in der Ecke. Auch ein Weibchen. Pia, sammle lieber jetzt mal deine Sachen ein. Hab ich schon. Was ist denn hier? In den Ravenger-Speicher noch? Kannst die Pfeile noch mitnehmen. Und die Narcos nehme ich noch mit. Ach Mann, Kacke, das ist echt. Oh, scheiße, ey. Das ist das Leben. Ja, mich ärgert es aber, weil es ein Fehler von mir einfach war. Ja, es ist scheiße. Nicht ist halt so, es ist scheiße. Nichtsdestotrotz, wir haben das Ende der Folge erreicht. Ja, super. Ich bin jetzt voll deprimiert. Ja, ihr Lieben. Deprimiert gehe ich jetzt in den Feierabend des Tages. Wir sehen uns in der nächsten Folge Arc wieder. Vielleicht habe ich ja dann wieder das Glück und sehe in Hochleving, was ich bezweifle. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.